Wir haben über 70 Hinweise bekommen auf dem Portal mit dem Mehrfachen an Bildmaterial. Und wir haben ja ungefähr 15 sehr, sehr konkrete Hinweise, die wir jetzt mit der Staatsanwaltschaft erörtern, ob daraus auch konkrete Ermittlungsverfahren dann erwachsen. Es muss klar sein, dass auch Straftaten im Ausland sehr schnell hier verfolgt werden in Deutschland. Das wollen wir damit erreichen. Das ist ein Signal an die gewaltbereite Szene, die Hooligan-Szene. Wir sind wachsam und wir ermitteln hier auch in Deutschland gleich parallel mit. Was das Thema Anschlagsrisiko angeht, wir haben alles unternommen, auch wieder in internationaler Kooperation, um Risiken rechtzeitig zu erkennen und ihnen auch vorzubeugen. Also insofern wissen wir natürlich um die Anziehungskraft eines solchen Ereignisses, aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.